The Mask Singer ist zurück. Wer ist das Chamäleon? Der Drache? Die Göttin? Und was läuft anders als im letzten Jahr? Den Rätselhype macht unter anderem diese Frau, Starschneiderin Alexandra. In ihrem Atelier entstehen alle Kostüme in monatelanger Handarbeit. Die Fensterscheiben hat sie zum Schutz vor neugierigen Fans abgeklebt. Die Leute lieben die Show, sind total begeistert und sind natürlich jetzt auch mega gespannt, was ist als nächstes dabei? Was ist das neue Monster? Wer ist der neue Charakter? Wer ist der neue Held in der Show? Und wir wollen natürlich, dass das alles bis zur letzten Minute auch geheim bleibt. Und deswegen arbeiten wir im Verborgenen. Es wissen auch nur ganz wenige Leute, wo wir im Moment sind, und es ist auch gut so. Wie im vergangenen Jahr haben Alexandra und ihr Team keine Ahnung, für welche Stars sie die Kostüme schneidern. Einzige Anhaltspunkte sind eine Handvoll Maßangaben und die Entwürfe der amerikanischen Designerin. König der Herzen, in Staffel 1 ganz klar das Monsterchen. Dieses Mal könnte es der Wuschel werden. Für ihn die richtigen Materialien zu finden, war gar nicht so einfach. Das längste Fell, das es zu kaufen gibt, das sind 7 oder 8 cm. Das ist uns zu wenig gewesen. Also es hat nicht diesen verstaubten Charakter. Und dann haben wir überlegt und sind dann draufgekommen, dass Perücken, so Faschingsperücken, die längeren Haare haben. Und ja, und so findet man dann seine Materialien aus den unterschiedlichsten Dingen. Also es kann sein, dass wir sowas im Baumarkt finden, im Maskenbedarf oder wie auch immer. Ganz so orange wie bei unserem Dreh ist der Wuschel nicht geblieben. Bis zur letzten Sekunde wurde an den Kostümen geschraubt. Welcher Promi im kleinen Wuschel steckt, wissen auch die Kostümbildner nicht. Auf alle Fälle ist es ein Mann. Das hat die Jury ziemlich überrascht. Er ist nicht klein, er ist ein Sitzriese. Ein Sitzriese? Ein Sitzwuschel. Aber was für eine Stimme. Ja, mein Gott. Aber wirklich. Ey. Welche Kostüme die Promis am Körper tragen, ist Alexandras Job. Doch für den Kopf ist Maskenbildnerin Marianne verantwortlich. Im Fall von Wuschel steckt der Kopf in diesem Fellbüschel. Da geht es um die Materialien. Schon beim Bau müssen wir ständig kommunizieren, welche Elemente vom Kostüm baue ich in die Maske mit ein und umgekehrt. Was geht farblich zusammen? Was geht von der Größe zusammen? Also wenn ich da für mich alleine in den Kopf baue, kann es rauskommen, dass man einen ganz kleinen Kopf haben und einen riesigen Körper. Wichtig ist, dass die Promis die Masken gut abnehmen können. Im letzten Jahr hakt es bei der Demaskierung immer mal wieder. Ein Konstruktionsfehler? Das war gewollt, das gehört einfach zur Show dazu. Das, die Spannung noch ein bisschen aufzubauen, dramaturgische Spannungskurve. Das ist auf jeden Fall so, dass die sehr gut aus den Masken rauskommen. Es wäre ja auch viel zu gefährlich, wenn die wirklich im Notfall 10 Minuten braucht, bis sie da rausschlupfen. Die Stars sollen trotz Vollmaskierung möglichst gut singen und tanzen können. Deswegen muss jede Maske schon im Atelier zum Praxistest. Wir müssen ja schauen, dass wirklich nichts zu sehen ist vom Sänger. Und gleichzeitig brauchen wir Platz für Kinnbewegungen, dass das Kinn nicht eingesperrt ist, da kein Druck drauf kommt und auch, dass das Mikro gen Mund geführt werden kann. Deswegen arbeiten wir da weiche Teile ein, wo der Sänger die Möglichkeit hat, zu singen, aber auch sein Kinn zu bewegen, ohne dass man irgendwas von der Haut sieht. Unter dem Dalmatinerkopf steckte die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann. Sie hat die Maske als erste abgenommen. Weiter im Rennen ist die Göttin. Wie sich so ein imposantes Kostüm trägt, unsere Redakteurin Lisa darf's ausprobieren. Doch allein das Anziehen dauert. Und dauert. Und dauert. Und so ähnlich läuft es dann auch hinter der Bühne ab. Genau, so ähnlich läuft es auch hinter der Bühne ab. Also, es ist völlig unmöglich, das alleine anzuziehen. Das geht einfach nicht. Wie genau die Verwandlung bei den Live-Shows abläuft, streng geheim. Fest steht aber, jeder Auftritt ist eine Belastung fürs Outfit. Es ist ordentlich schwer. Also man hat das Gefühl, hier liegt ein Stein drauf. Kann ich mich damit drehen? Ja, vorsichtig. Okay. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man damit auf der Bühne
performt, ist es eine Sporteinheit, ne? Kein Wunder, denn das Kostüm wiegt stolze 40 Kilo. In diesem Jahr das schwerste Outfit von allen. Dieser Auftritt erinnert an einen Act aus dem letzten Jahr, den Engel mit seinem ähnlich aufwendigen Kostüm. Was hat sich seitdem verändert? Wir haben die Säume diesmal sehr viel mehr verstärkt, damit einfach auch wenn in dem ganzen Act, der da hinter der Bühne herrscht, ist ja sehr eng, also da steigt schon mal ein Bühnenarbeiter drauf, dass das einfach noch mal fester ist, als wir es letztes Mal schon gemacht haben. Und einfach auch nochmal die Unterröcke, dass wir jetzt die Hüften auspolstern, dass der Druck etwas weggenommen wird von der Person. Da lernt man schon. Einfach auch, dass man es dem nochmal bequemer macht. Bleibt die Frage, wer steckt unter dem Kostüm? Im letzten Jahr reichten aufmerksamen Fans schon Hinweise wie die Fingerhaltung, um die Identität mancher Acts zu erraten. Unsere Redakteurin ist 1,77 Meter groß, hat Kleidergröße 36. Können Indiziendetektive damit der Göttin auf die Spur kommen? Nee, gar nicht. Das kann man überhaupt nicht, weil es kann natürlich auch sein, da wir nicht wissen, wer drinsteckt, kann es durchaus sein, dass wir dann am ersten Tag der Show den Rock komplett kürzen müssen oder verlängern. Es ist genügend drin. Also wir lassen immer genügend Saumzugabe drin, sodass wir flexibel sind. Wir wissen es ja nicht. Also es kann durchaus sein, dass der Act viel kleiner oder viel größer ist und dann sind wir flexibel. Also abwarten und weiter rätseln. Wobei Alexandra da schon mal einen Wunschkandidaten hätte. Also ich bin immer noch für Christoph Waltz. Das ist immer so mein Favorit. Den würde ich persönlich auch gerne mal kennenlernen. Am liebsten als Drache. Wer heute seine Maske fallen lässt, The Masked Singer. Gleich bei Pro7.